Okay. Also mein Name ist Racke und ich arbeite als selbstständiger Systemadministrator und Programmierer hauptsächlich im Perl seit 20 Jahren und bin deshalb mit E-Mail und Erzeugung von E-Mail und so weiter ziemlich vertraut von der Administrationsseite und auch auf der Perl-Seite. Und da wollte ich einfach mal so Erfahrungen schildern, gerade was wir in letzter Zeit so gemacht haben. Vielleicht denkt man, E-Mail ist alles einfach, aber in Wirklichkeit ist es mehr ein Dschungel, wo man sich erstmal den Weg freihauen muss. Und da kann es eben passieren, dass man sich auf einem Holzweg befindet. Und da wollte ich, mein Vortrag ist gegliedert in Aufbau einer E-Mail, E-Mail-Versand, Umgang mit E-Mail, E-Mail-Parse und Use Cases. Und erstmal Aufbau einer E-Mail ist erstmal ziemlich einfach, denkt man sich so. Da gibt es den Header mit dem Betreff und From und To und so weiter. Und den Body der E-Mail. Und der Body wiederum, ein bisschen schnell. Da können Attachments, also Files wie PDF oder Images drin sein. Und die eigentliche Botschaft und Nachricht kann erstmal ein Plaintext sein, aber heutzutage ist es meistens HTML und Plaintext, die dann alternativ dem E-Mail-Client angeboten werden. Wenn man sich so eine E-Mail anguckt und den Source-Code sich anguckt, dann sieht das nicht unübersichtlich aus, weil vieles davon encodiert ist, vor allen Dingen die Attachments. Und das ist wirklich schwer herauszufinden, wie das aufgebaut ist. Dann kann ich erstmal ein Beispiel geben. Eines der Module, die wir verwenden, ist das E-Mail-MIME-Modul, was einerseits dazu verwendet werden kann, Teile von E-Mails oder E-Mails zu konstruieren, aber auch um E-Mails zu parsen, zum Beispiel aus einer Datei. Und da gibt es eine schöne Methode, die heißt Debug Structure. Da kann man sich das Ganze mal anzeigen lassen, wie es aussieht. Also das ist ein E-Mail mit einem Attachment. Das sieht man hier oben. Das ist PDF. Also MIME-Type wäre eigentlich Application PDF, aber das kann natürlich die erzeugende Software bestimmen, was da reingeschrieben wird. Und hier unten sehen wir den Text aus HTML. Das ist ein Multipart, der besteht aus alternativ entweder Plain oder HTML, je nachdem, was der Mail-Client akzeptiert. Und das wird dann zusammengebundelt mit dem Attachment, sodass wir oben noch einen Multipart haben, der mixed ist. Also dadurch kann man schön sehen, wie die E-Mail aufgebaut ist. Und das nächste, was wir machen wollen, ist Post verschicken. Und wie so häufig bei Perl gibt es da too many ways to do it. Angefangen hat die ganze Geschichte vor Jahren mit NetSMTP. Das war wirklich ziemlich viel manuelle Arbeit, um diese E-Mail zu erstellen. Später kam dann MIME Lite, wo man schon ganz anständig E-Mails erstellen konnte. Aber das hatte natürlich so eine Haken und Ösen und kann jetzt nicht mehr empfohlen werden. Allerdings habe ich da noch diverse Projekte, die länger bestehen, dass die das noch verwenden. Okay, da gibt es natürlich ziemlich viele Module auf CPAN dafür. Ich habe jetzt mal einige ausgewählt. Das aktuelle Framework, was viele verwenden, ist E-Mail Sender von GBS. Das kann man auch gut verwenden. Das ist praktisch ein Nachfolger von E-Mail Send, was inzwischen deprecated ist. Und ein bisschen einfacher ist das E-Mail Sender Simple. Aber da man die E-Mails ja nicht versenden will, sondern auch parsen will oder zusammenbauen will, gibt es noch andere Module. Wie gesagt, das erwähnte E-Mail MIME ist da sehr praktisch. Dann gibt es ein MIME-Entity, das ist noch ein bisschen älter, aber das kann auch sehr gut verwendet werden. Da ist auch praktisch genau wie E-Mail MIME die einzelnen Teile von der E-Mail aufbauen kann. Dann habe ich gestern mit Marc Obermeer gesprochen, der meinte, ich habe da auch was geschrieben, das ist, heißt Mailbox und das ist so eigentlich so eine All-in-One-Lösung und er hat das gesagt, dass er empfehlen würde. Okay. Also anfangen wir mit einem simplen Beispiel. Wir schreiben einfach eine E-Mail, die nur einen Textteil hat.
Und da gibt es einfach den Absender, den Empfänger und einen Betreff, das Subject. Und in den Body schreiben wir einfach den Text rein. Und dann rufen wir die Sendmail-Funktion von E-Mail-Sender auf und die versendet dann diese E-Mail. Im nächsten Schritt wollen wir dann an diese E-Mail ein Attachment anhängen. Und das ist, wenn man das anschaut, eben haben wir das mit E-Mail Simple gemacht. Aber E-Mail Simple, das unterstützt keine Attachments. Da haben wir andere Möglichkeiten, eben wie hier zu sehen mit meinem Entity. Da ist es praktisch so ähnlich aufgebaut, nur dass diese from to und Subject direkt eingegeben werden und das Data in einem Array steckt, also der Text im Array steckt, das können halt auch mehrere Zeilen eingegeben werden. Und im zweiten Schritt packen wir das Attachment dran, da geben wir den Pfad an und den Typ, der in der E-Mail dann auftaucht. Also eigentlich den MIME-Type. Und dann wieder Sendmail, E-Mail. Ja, das sind einfach die ersten Schritte. Und dann kommen wir zu einer Sache, die das Bundle von E-Mail interessanter machen. Das ist, wenn wir, sage ich mal, Umlaute einfügen und UDF-8 verwenden wollen. Das ist halt nicht so einfach möglich, weil die ganze und dass es falsch auftaucht, weil die ganze SMT-Infrastruktur ist auf 7.08-Bit aufgebaut und damit kann man einfach kein UDF-8 so einfach verwenden. Das kann man erstmal so hier stehen lassen, wie ich das da geschrieben habe. Das kann man auch so verschicken, da passiert nun mal erst gar nichts, aber da das jetzt nicht ganz konform ist, wird das unterschiedlich dargestellt von Mail-Clients. Also das funktioniert mit Thunderbird, das sieht normal aus, da sieht man auch den Umlaut, aber wenn man zum Beispiel etwas andere Mail-Clients verwendet, die vielleicht nicht so weit fortgeschritten sind wie K9 auf Android, dann wird das ein kaputter Charakter, der kein Umlaut mehr ist. Also muss man das konform machen, wie sich das gehört sozusagen. Das heißt, es gibt da eine spezifische Enkodierung für E-Mail-Header, die nennt sich MIME-Header. Das heißt, ich packe meinen Betreff praktisch ein in dieses Encode und dann kann ich das schicken, dann sollte das auch an alle E-Mail-Clients richtig darstellen können. Welches Encode ist denn das? Von Encode? Bitte? Welches Encode ist das? Ja, von Encode, genau. Und das sieht dann, wenn man die E-Mail kriegt und den Source-Code anguckt, sieht das nämlich genau so aus. Also quasi hier das Charakter-Set drin steckt und das ist dann halt dieses Encoding. Aber wenn man das natürlich im Mail-Client liest, ist das schon entsprechend wieder zurück transformiert in das Betreff, was wir vorher hatten. Okay. Und das gleiche gilt auch für den Body der E-Mail. Den muss man auch entsprechend kodieren. Wenn man da UDF-8-Text reinsteckt, nimmt man wieder das Encode von Encode, aber diesmal mit dem UDF-8, der UDF-8-Umwandlung. Okay. Gibt es da soweit Fragen dazu? Ein sehr gutes Feature von dem E-Mail-Sender ist, dass man die Transports, also wie die E-Mail von dem Programm an den Empfänger kommt, flexibel einstellen kann durch die sogenannten Transports. Da gibt es zum Beispiel den Sendmail-Transport und das ist auch der voreingestellte Transport, also die, was von der Sendmail-Funktion benutzt wird in meinen vorigen Beispielen. Aber es gibt auch SMTP, Transport, Mail-Dir, Transport und ein Redirect-Transport, den ich selbst geschrieben habe. Das will ich auch gleich mal erläutern. Ja, wie gesagt, der Send-Mail-Transport, der ist eigentlich wie in dem vorherigen Beispiel, dass du einfach Send-Mail aufrufst ohne weitere Parameter. Und als nächstes der Mail-Dir-Transport, das heißt, die E-Mail wird von dem Programm in einen Mail-Directory geschrieben, die auf dem gleichen Rechner ist. Und dabei gilt es zu beachten, dass diese
dieser Transport dieses Mail, die er im aktuellen Verzeichnis sucht. Aber normalerweise ist das Mail ja im Home-Verzeichnis direkt angeordnet. Das heißt, man nimmt das Modul File Home Dir, ruft My Home auf. Das findet raus, wo das Home Directory ist auf allen möglichen Systemen. Und sagt Child Mail Dir. Achso, das zur Erläuterung. Path ist von dem Modul Path Tiny. Das ist sehr praktisch für solche Sachen. Und dann erzeugen wir den Transport, indem wir E-Mail, Sender, Transport, Mail Dir instanzieren und halt dieses Directory mitgeben. Und im letzten Schritt, wenn wir die Sendmail-Funktion aufrufen, dann sagen wir, der Transport soll eben dieser Transport sein und nicht der Sendmail-Transport. Denn wie gesagt, der Redirect-Transport ist eigentlich selbst geschrieben habe und der Hintergrund ist, wenn man zum Beispiel das in Web-Anwendungen verwendet oder anderen Anwendungen, dann will man natürlich auch testen, dass die E-Mail vernünftig aussieht und alles in Ordnung ist. Aber man will natürlich vermeiden, dass diese E-Mail an einen Kunden geht, vom Entwicklungssystem. Das heißt, diese E-Mails sollen an eine bestimmte E-Mail-Adresse gehen, wo man diesen abrufen kann und gucken, ob alles in Ordnung ist und weitere Tests macht und so weiter. Das heißt, da nutze ich die Möglichkeit, dass man diese Transports auch wrappen kann im Prinzip. Das heißt, der Originaltransport ist jetzt zum Beispiel E-Mail-Sender-Transport Sendmail New, Sendmail. Und dann erstelle ich daraus einen weiteren Transport, der den einschließt. Das ist auch so ein Feature von E-Mail-Sender. Ich sage also, ich nehme den Originaltransport und meine Adresse, wo alle E-Mails hingehen sollen. Und diesen Transport verwende ich dann in dem Sendmail-Call. Und diesen Transport haben wir auch in den Denser 2 E-Mail-Plugin eingebaut, so man das durch eine Konfigurationsänderung diesen Transport nutzen kann in der Entwicklungsumgebung. Das sieht dann wie folgt aus. Also wir beschreiben die Empfänger, also zum Beispiel hier to cc den Ensemble zu der Redirect-Adresse, aber es ist natürlich unter Umständen interessant zu wissen, an wen die E-Mail wirklich gegangen wäre in dem Produktionssystem. Und da gibt es zwei extra Header, wo drin steht, was die Originalempfänger gewesen wären, in X-Intercepted to und X-Intercepted cc. Ja. Das ist also ganz nützlich in der Entwicklung. Dann gilt es oft, Bilder einzubinden in E-Mails. Da gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Man kann die Bilder als Links inkludieren. Dabei ist häufig das Problem, dass der E-Mail-Client sagt, er lädt keine kleine Bilder oder Ressourcen von anderen Servern runter. Der Vorteil von der Methode ist, dass es sehr, sehr wenig Platz verbraucht. Man kann die Bilder auch direkt Base64 kodiert ins HTML-Code einschließen. Das funktioniert auch auf den meisten E-Mail-Clients, aber da ist der Nachteil, dass dann natürlich die E-Mail größer wird und das auch nicht unbedingt von allen Clients unterstützt wird. Die dritte Methode ist CD Inline. Das heißt, ich hänge die Bilder in dem HTML in der E-Mail als Attachments an und in dem eigentlichen Link, der normalerweise auf das Bild verweisen würde, bette ich das CD ein, was auf dieses Attachment direkt verweist. So. Dann ist natürlich üblich in einer Web-Anwendung, dass ich nicht nur die Webseiten mit meinem Template-Renderer erstelle, sondern auch die E-Mails. Also zum Beispiel in Dancer kann ich da sagen, ich habe hier mein Template und dann die Variablen und daraus soll das HTML generiert werden und zusätzlich nehme ich natürlich ein spezielles Layout für die E-Mail, weil die normalerweise unterschiedlich ist von der normalen Webseite und
habe jetzt hier das HTML. Dabei gibt es natürlich das kleine Problem, dass er nur, dadurch nur eine reine HTML-E-Mail erstellen würde, was dann unangenehm ist für Leute, die das als Plaintext lesen will. Und dafür gibt es auch ein Modul, das man daran gut verwenden kann, das heißt HTML Format Text with Links. Da steckt man einfach das HTML rein und das wandelt das in einen Text um, der auch gleichzeitig die Links enthält, die da eventuell drin sind. Und dann kann man... Entschuldigung. Ja? Was heißt das Plaintext mit Links drin? Du meinst, die Links stehen dann als Plaintext im Text? Oder? Das gibt ja eine Referenz. Praktisch Klammer auf 1, Klammer zu und die Links stehen am Ende vom Text dann. Okay. Aber viele Mail-Clients, die Plaintext lesen, können das ja auflösen. Okay. Und wenn nicht, kann man das dann halt daraus kopieren. Und dann nutze ich halt die Funktion, die es vom Denser E-Mail-Plugin gibt, die mit E-Mail-Methode zur Verfügung stellt und damit kann ich diese sowohl die HTML als auch den Textteil zusammenpacken und das verschicken. Und das benutzt im Hintergrund auch E-Mail-Sender für den Versand und für die Konstruktion meinem Entity. Dann unter Umständen möchte ich nicht nur die E-Mail versenden, sondern auch wie empfangen oder auslesen. Was kann der Grund dafür sein? Ja, normalerweise, dass ich Sachen automatisieren will. Zum Beispiel, wenn ich regelmäßig Dokumente empfange, kann ich die auch manuell abspeichern auf meinem Dateisystem und weiterverarbeiten. Aber wenn ich da ein Muster habe oder das regelmäßig kommt, kann es natürlich hilfreich sein, dass entsprechend automatisch durch ein Skript erledigen zu lassen. Deshalb will ich dem Abschnitt über die Module, die es dafür gibt, kurz sprechen, wie ich mich bei dem IMAP-Server anmelde, Ordner auswähle, E-Mails suche und herunterladen kann. Also da gibt es zum Beispiel die Module NetIMAP-Client, NetIMAP-Simple, die beide relativ vergleichbar sind, aber sich doch unterscheiden. In unseren Projekten haben wir NetIMAP Client verwendet, weil es den größeren Funktionsumfang bietet. Also die Unterschiede zwischen beiden, dass der Konstruktor etwas anders aufgebaut wird. Bei IMAP Simple ist der erste Parameter der Server und beim Client ist das ein Teil praktisch des Hashes, der reingegeben wird. Und auch die Namen für die Methoden für das SSL-Konstruktor unterscheiden sich auch. Wie gesagt, die unterstützten Methoden beim Client sind mehr. Deshalb haben wir es auch bevorzugt. Und ein anderer Punkt ist, dass die Rückgabewerte sich unterscheiden. Also zum Beispiel bei der Select-Methode, wo ich den Mail-Ordner auswähle, gibt es beim Simple die Anzahl der Mails, die da drin sind, während der Client da halt nichts zurückgibt, also nur, ob es geklappt hat oder nicht im Prinzip. Und auch Search verhält sich anders. So, wie funktioniert das im Einzelnen? Ich erzeuge erstmal ein Objekt von der Klasse NetIMAP-Client. Und die Parameter, die ich eingeben muss, ist erstmal der Server. Und normalerweise will man natürlich auf jeden Fall auch SSL verwenden, wegen der Sicherheit und deshalb gibt man auch den entsprechenden Port an. Dazu kann man auch reinpacken den Benutzer und das Passwort, aber die kann man genauso gut auch in der Login-Funktion übergeben, Login-Methode übergeben. Da kann es nicht sein, dass es nicht immer funktioniert, wie das so ist. Also natürlich gibt es dann die Ursache, dass das Login unkorrekt ist, aber
Teilweise hatten wir Probleme mit der SSL-Verbindung und da sind oft die Fehlermeldungen nicht so ganz eindeutig. Was wir herausgefunden haben, ist, dass NetIMO Client IO Socket SSL im Hintergrund verwendet. Und um das zu debuggen zu können, ist unser Weg gewesen, dass wir diese SSL-Verbindung selbst aufgebaut haben. Und dann kann man den Socket dem NetIMO Client in Constructor übergeben und dann kann man bessere Fehlermeldungen rauskriegen, als wenn das erst im Hintergrund durch NetIMO Client geschieht. So. Den Ordner auswählen ist relativ simpel. Man sagt einfach IMAP Select und den Ordnername. Wobei das nicht direkt der Ordner ist, den man im Mail-Client sieht, weil da würde man jetzt sehen, Consulting Bahn. Das hängt auch vom Server ab, wie die Logik ist. Also das ist hier, für einen Query-IMAP-Server, wo bei dem ist Inbox die höchste Ebene, was aber bei anderen Mail-Servern anders ist. Ja, dann kann man natürlich in dem ausgewählten Ordner kann man E-Mails durchsuchen nach dem Betreff, nach Fromm und so weiter. Und dann kriegt man eine Referenz auf ein Array zurück, in dem die IDs von diesen E-Mails sind, mit denen man dann weiter arbeiten kann. Das ist halt auch so ein Unterschied zwischen Simple und Client. Beim Simple bekommt man ein Array zurück und hier eine Referenz auf ein Array. So, und mit der ID, die ich dann vorher durch die Suche herausgekriegt habe oder andere Mittel, kann ich mir die komplette E-Mail herunterladen, um die dann weiter zu verarbeiten. Die Funktion sieht ein bisschen sperrig aus, das heißt, aber RFC 822 ist halt so ein RFC, der da verwendet wird. Und das ist im Prinzip das gleiche, als wenn man das aus dem Mail-Client abspeichert. So. Und um die E-Mails dann jetzt verarbeiten zu können, wie vorhin schon gezeigt, gibt es Modul E-Mail MIME oder auch E-Mail Sample und natürlich noch viele weitere. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen, sondern zeigen, wie es mit E-Mail MIME geht. Also wie ich schon gesagt habe, man kann entweder die E-Mail aus IMAP einlesen oder aus einer Datei. Hier als Beispiel mit IOOR, aber man kann auch PathTiny verwenden oder was man immer gerne macht. Und dann stecke ich das einfach als String, als Skalar in den Konstruktor von E-Mail MIME und kann dann die E-Mails untersuchen. Wie wir vorher schon gesehen haben, ist es für die E-Mails sehr hierarchisch aufgebaut mit den Multiparts und so weiter. Das heißt, E-Mail MIME gibt mir eine Methode, WalkParts, die da durchlauft, wo man da durchlaufen kann, in der man dann eine Referenz auf eine Methode mitgibt. Und das sieht eigentlich immer so aus, dass man sagt, da ich jetzt bestimmte Contents nur haben will, sage ich, wenn der aktuelle Part oder die aktuelle Stufe Unterteile hat, dann überspringe ich die Funktion. Das heißt, nur wenn da wirklich jetzt Content drin ist, kann ich das prüfen. Kann ich dann den Content-Type abfragen. Ist das Text HTML? Okay, das will ich aus der E-Mail raus haben. Dann packe ich das in ein Array rein. Und zwar für Text oder HTML sage ich den Part Body an der Source String. Es gibt mir halt dann einfach den Text daraus. Und das kann man dann weiter verwenden. So, als Beispiel, also ich bin ja hierher gekommen mit der Bahn, habe mir eine Fahrkarte online gekauft und will natürlich auch irgendwie für meine Buchhaltung das PDF runterladen, ohne dass ich das jetzt von Hand mache. Das heißt, ich mache eine Suche nach der Absenderadresse, hier die buchungsbestellung@bahn.de. Und gehe durch mein Postfach durch und suche alle Bestell-E-Mails von der Bahn. Hole mir wieder den Buddy, mache den Parser und jetzt kommt der Teil in der Schleife, den ich auf der nächsten Folie habe. Und das sieht dann einfach so aus.
dass ich praktisch wieder die Block Parts verwende, nur dass ich in diesem Fall im Content Type auf Application OctaStream teste, weil die, bei der Bahn, das wird nicht Application PDF verwendet, sondern Application OctaStream. Und dann mache ich zwei Sachen aus dem Teil, wo diese PDF drin ist, diese Datei. Hole ich mir erstmal den Dateinamen und den Inhalt von dem PDF und kann den im nächsten Schritt abspeichern. Wieder mit EUALL, das ist halt jetzt etwas skriptisch. Das heißt praktisch, dass dass das erste Element im Array ist von out. Da habe ich den Body, der geht jetzt hier hin und wird in den Dateinamen geschrieben, der aus der E-Mail entstammt. Natürlich müsste man in einer echten Anwendung das überprüfen, dass da keine komischen Werte in dem Dateinamen drinstehen oder solche Sachen. So. Welche Use Cases gibt es da für mich? Wie gesagt, meinen Webanwendungen, die in Netzwerk 2 geschrieben werden, verwende ich das entsprechende Plugin. Dann habe ich noch ein Modul geschrieben, das nennt sich Helpdesk Integration, das werde ich gleich noch beschreiben. Und dann nochmal als Referenz Simpa und Spam Assassin, mit denen ich auch arbeite, aber die eher einen älteren Code verwenden, ältere Module und so weiter. Das Helpdesk Integration verwende ich, weil meine Kunden zu faul sind. Also für viele Projekte als Ticketsystem verwende ich Request Tracker, wo man die Probleme und so weiter sowohl im Webinterface als auch mit einer E-Mail direkt an das Ticketsystem schreiben kann. Aber es gelingt so manchen Kunden nicht. Und deshalb habe ich dieses Modul geschrieben oder wieder das Modul geschrieben. Was im Prinzip nichts anderes macht, als das IMAP-Postfach durchsuchen nach irgendwelchen Betreffs. Die werden dann dem entsprechenden Projekt zugeordnet und dann wird die E-Mail gepasst und die Header und den Inhalt wird dann über die REST-API vom Request-Tracker eingetragen bzw. ein bestehendes Ticket aktualisiert. Okay. Gut, ich war glaube ich ein bisschen schneller als geplant, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen. Ja? Was hältst du von E-Mail-Stuffer? Habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das ist ja diese Abstraktionsschicht von Ricardo um MIME-Lite und diesen ganzen MIME-Lite-Stack irgendwie. Aber was? Okay, ciao. Nee, habe ich mich erstmal noch nicht beschäftigt aus dem. Fand ich ganz gut, dass einige Sachen ein bisschen so erklären, was in der E-Mail dann auftaucht mit dem Encoding und so weiter. Ja? Ich habe viel Trouble gehabt, die E-Mails zu testen, weil sich dann herausgestellt hat, dass sehr viele E-Mail-Clients nicht selbst 100% konform sind. Hast du dafür eine Lösung gehabt, wie du das einigermaßen automatisiert hast? Also wir mussten früher, Gott sei Dank, Systeme jetzt beendet, mit Lotus Notes arbeiten. Und der hat zum Beispiel, was der Kunde nicht ganz verstanden hat, der hat die Sachen, er hatte keine E-Mails angezeigt, wenn das ihm, intern abgeschickt wurde, sondern er hat direkt auf die Datenbank zugegriffen und uns das Datenbank-Update gezeigt, solange die Leute innerhalb des Unternehmens waren. Erst wenn die Nachricht das Unternehmen verlassen hat, wurde es eine E-Mail. Und der Kunde wollte halt die gleichen Features haben, wie zum Beispiel, dass die Attachments im Text angezeigt werden als Bilder. Aber ich meine, das ist jetzt nur als Beispiel, aber ich meine, ich bin dann, mein Workaround war gewesen, dass ich die Sachen nach Gmail geschickt habe und es mir dann in meinem Gmail-Account angeguckt habe, wie es mir dann im richtigen E-Mail-Client aussieht. Man könnte dann Thunderbird nehmen, hast du das irgendwie automatisiert, dass du dir das dann in verschiedenen Clients gleichzeitig anziehen kannst? Oder vertraust du dann einfach, dass sie einigermaßen konform sind? Na gut, wenn das größere Problem ist ja, wenn ich die E-Mails nicht selbst erzeuge, weil da kann ich schon drauf achten, dass das hinhaut und natürlich auch mit einigen E-Mails gleich testen. Aber generell denke ich, ist es noch komplizierter, E-Mails zu testen als Webseiten zu testen, weil das einfach noch mehr Unterschiede gibt zwischen Mail-Clients und wie die eingestellt sind. Wie gesagt, gerade bei Laden von Remote-Content, das ist schon echt schwierig. Und jetzt aus den Erfahrungen von dem Simpa-Mailing-List-Projekt, das ist noch viel schlimmer, weil die einfach
alle E-Mails verarbeiten, müssen hier reinkommen. Und da gibt es sehr, sehr viele Sonderfälle, die da im Code drin sind. Ja? Kennst du ein Modul, mit dem man sehr einfach quasi sagen kann, schick das als HTML-E-Mail, aber mach auch gleichzeitig den Textteil? Ich finde nämlich ganz schrecklich, dass es ganz viele Software gibt, gerade irgendwelche Newsletter-Software, wo Marketing-Leute einen ganz tollen HTML-Newsletter erstellen und im Textteil steht nur drin, wenn Sie diese E-Mail, wenn Sie hier keinen Text sehen, dann klicken Sie bitte auf den Link. Nein, ich lasse mir in meinem Thunderbird nur den Textteil anzeigen. Das ist einfach nervig. Kennst du dann ein Modul, wo man einfach sagen kann, hier ist HTML und baue mir die beiden Teile? Ja, was ich vorhin gezeigt habe mit dem HTML-Format mit Links. Ja, wenn du erst HTML hast, aber doch dazu den Plaintext machen willst, genau. Das hatten wir vorhin schon. Warte. Ja. Und, kleinen Moment. Das erinnert mich daran, dass es gerade bei Newslettern und auch anderen E-Mails, was noch eine wichtige Sache ist, ist nicht nur, wie die E-Mail aussieht, sondern auch, wie die E-Mail-Vorschau aussieht. Wenn man mich gerade auf mobilen Clients, wie der K9 oder so, wird ein Teil von der E-Mail, der speziell ausgezeichnet ist, angezeigt. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann wird irgendwie in irgendeinem Text rausgenommen. Das sieht manchmal ziemlich merkwürdig aus, wenn man das auf dem Handy anguckt. Deshalb sollte man darauf achten, dass man das wirklich extra setzt, dass man gerade bei Newslettern, dass da ein entsprechender guter Text ist. Weil man guckt aufs Handy, sagt, aha, das ist jetzt besonders billig oder so, das ist dann viel besser, als wenn irgendwelche Titel oder irgendwas anderes aus dem HTML auftaucht. Okay, zu deiner Frage? Die nächste Frage wäre gewesen, du hast gezeigt, dass du das Encoding speziell gesetzt hast für das Subject. Kann man das Encoding setzen generell für alle Texte? Also einmal global? Weil ich fand das jetzt nicht so gut, weil also da stand jetzt beim Subject gegen den Umlauten, da stand da was mit Fragezeichen, UTF-8, Fragezeichen, dann hast du das Encoding nur für das Subject gesetzt gehabt. Naja, das gilt natürlich generell für alle Header, dass man das machen muss. Aber ich sag mal, From- und To-Header wird kein UTF-8 enthalten normalerweise. Das war einfach nur so ein Beispiel. Im Namen? Ja, im Namen, okay. Ja, aber ich meine, dass man das im E-Mail-Protokoll, im SMTP-Protokoll einmal global setzt, dass man sagt, alles ist UTF-8. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ja, das wäre eventuell hilfreich, auf jeden Fall. Okay. Bei den eingebetteten Bildern habe ich mich immer den Weg gegangen, dass statt die Base64 zu encoden, dass ich diese Content-ID-Geschichte genommen habe. Das heißt, im Grunde hat man versteckte Attachments in der E-Mail, wo die Bilder drin sind. Die haben eine ID und die referenziert man dann in der eigentlichen E-Mail-Text und da wird aus dieses Attachment da dort eingebaut, also in HTML-E-Mails. Die Content-ID zu generieren, da habe ich mir was ausdenken müssen, dass sie unique ist, weil das war irgendwie auch irgendwie fuzzy, weil verschiedene E-Mail-Clients die Dinger dann cachen können. Und da können sich, das sind irgendwie globale IDs und da kann es sein, dass du tatsächlich das Bild aus einer anderen E-Mail angezeigt kriegst, wenn du nicht aufpasst, dass du die richtige ID nimmst. Aber mal den Postfach. Ja, das ist natürlich interessant, das habe ich noch nicht bemerkt, aber ist gut zu wissen. Was ich dann genommen habe, ich habe die Message-ID von der E-Mail, also ich habe das schon vor 2 Jahren gemacht, ich bin dann nicht mehr mit der Terminologie hundertprozentig fit, ich habe die Message-ID von der E-Mail genommen, in der Hoffnung, dass sie unique ist und habe dann die Content-ID auf der Basis aufgebaut, also quasi als Namespace und dann dahinter. Aber da muss man wirklich aufpassen. Okay, noch weitere Fragen? Dann danke ich mich.